Hallo und herzlich willkommen zurück zu Prim. Ja, in der letzten Folge haben wir den guten Herrn unten rechts, also unseren Vater, betäubt. Und wir sollen jetzt erstmal herausfinden, wie wir in die Welt der Menschen kommen. Die Frage ist jetzt nur, wähle das Spinnenauge in deinem Inventar. Moment, ich will immer nach da oben schieben und platziere es auf einer Person. Wähle jetzt ein Objekt aus, um die Geheimnisse dieser Person zu enthüllen. Nein, nichts. Boah, dieses Geheimnis ist groß. So groß, dass ich es sehen kann. Das Portal öffnet sich, wenn eine bestimmte Platte gespielt wird. Aber welche? Das ist eine gute Frage. Okay. Das zeigt er nicht an. Moment mal. Hat er da an der Platte gerochen? Schauen wir mal. Mal sehen, was wir hier haben. Kann ich da irgendwie dran riechen? Dead in Black. Sieht aber eigentlich gut an aus. Full Frequency, Bone Shaking. Rieche den Beat. Hab sie. Wollen wir mal ausprobieren. Um das Portal zur Welt der Lebenden zu öffnen, spielt Thanatos eine Platte darauf ab. Ja, deswegen solltest du das auch tun. Es ist das Greatest Hits Album von Joe Stygian. Und es bringt keine Tür. Okay, sie stinkt wirklich. Es hat geklappt! Da ist das Portal! Ich wusste, du schaffst das, Sargnägerchen. Na gut, dann tschüss, auf Nimmerwiedersehen. Bist du soweit? Wie funktioniert das? Schließe deine Augen und denke an den Ort, an den du reisen willst. Das Portal macht den Rest. Und vergiss nicht. Ja, ich weiß. Es ist nur ein Besuch. Eigentlich wollte ich sagen, vergiss nicht, Spaß zu haben. Immerhin ist es dein Geburtstag. Caris? Ja, Prim. Danke. Gern geschehen. Jetzt geh schon, bevor ich es mir anders überlege. Zu Hause. Zu Hause. Zu Hause ist, wo Tristan ist. Ist das nicht herzallerliebst? Ach, Lachesis. Werd doch nicht gleich immer so sentimental. Lass mich, Kloto. Atropos bat an, ihren Schwestern zu zeigen, was als nächstes passierte. Warte! Noch nicht! Ich will zuerst wissen, was mit dem Jungen passiert ist, nachdem der Tod Prim mitgenommen hatte. Naja. Tristan war auf den Dachboden zurückgekehrt. Doch Prim war nicht mehr da. Die ganze Stadt begab sich auf die Suche nach dem Mädchen. Tagelang ließen sie nichts unversucht. Doch finden konnten sie sie nicht. Nach einer Weile wurde klar, dass keine Spur von dem Mädchen zu finden war. Und schließlich gaben sie auf. Sie alle? Nein. Tristan weigerte sich. Gemeinsam mit seinem Vater suchte er weiter. Selbst an den seltsamsten Orten. Pass auf, wo du hintrittst, mein Sohn! Der Abhang ist direkt neben dir. Und da geht's ziemlich steil bergab. Ja, Dad, ich weiß. Haben Sie im Waisenhaus denn etwas von Prim gehört? Nein. Mach dir keine Sorgen, Tristan. Wir suchen weiter, bis wir sie finden. Ja. Nebenbei, ich verstehe immer noch nicht ganz, warum ich hier unten warten sollte. Wirklich, Dad? Du hättest sicher nur wieder versucht, die Kinder mit deinem Möchtegern-Hokuspokus zu begeistern.
und ich wäre vor Scham im Boden versunken. Möchte gern, Hokuspokus. Ich muss doch sehr bitten, junger Mann. Dad, du bist Mathelehrer. Das alleine wäre schon schlimm genug. Aber warum in Teufels Namen willst du auch noch ein Schausteller sein? Das ist so peinlich. Ein Schausteller? Ich bin Mathe-Magier, Tristan. Mathe-Magier? Was soll das überhaupt heißen? Hast du beim letzten Mal nicht zugehört, als ich es dir erklärt habe? Oh nein. Warum habe ich nur gefragt? Mathe-Magie, Tristan, ist wahrscheinlich die älteste Form der Zauberei, die existiert. Pythagoras, Archimedes und Euklid, sie alle besaßen die Macht, Menschen mit ihren Theoremen in Begeisterung zu versetzen. Die Harmonie der Zahlen, die Eleganz geometrischer Proportionen, die wohlklingende Musik des Kosmos. Und jetzt ist es an mir und meinen geschätzten Kolleginnen und Kollegen, in diese majestätischen Fußstapfen zu treten. Im Vergleich zu herkömmlichen Illusionisten mögen wir nicht viele sein, aber wir sind eine Zunft, mit der in Zukunft sicherlich... Sag es nicht. Bitte, Dad, sag es nicht. ...zu rechnen ist. Oh Mann. Können wir bitte einfach gehen, Dad? Wegen deinem alten Esel kommen wir sowieso zu langsam voran. Selbstverständlich. Diese Wälder sind riesig. Zum Glück haben wir eine Karte. Aber vorher will ich dir noch schnell den Trick zeigen, den ich geübt habe, während du weg warst. Oh Gott. Ja, hätte ich jetzt gewusst, dass wir jetzt mit Tristan spielen, hätte ich den Cut natürlich ein bisschen schöner gemacht. Nein, danke. Lieber würde ich lachend wie ein Irrer von diesem Cliff springen und schmerzvoller... Ja, das würde zu ihm passen. Na gut. Oh, ich wusste, du würdest begeistert sein. Halt doch bitte mal kurz diesen Böller, ja? Dad? Wie oft muss ich dir noch sagen, wenn wir auf der Bühne sind, nenn mich doch bitte Mr. Calculo. Ich bin nicht sicher, ob das hier eine gute Idee ist. Wo ist das trimagische Geodreieck? Dad? Es muss hier doch irgendwo sein. Soll das Ding so schnell runterbrennen? Tristan, kein Grund Angst zu haben. Der Trick ist absolut sicher, solange du... ...den Böller nicht fallen lässt. Das war unsere einzige Karte. Und auch unser einziger Esel, richtig? Es dauert Wochen, diese Wälder ohne Karte zu durchqueren. Und was ist mit der armen Rainbow? Sie hat Angst, wenn sie alleine ist. Oh Gott. Bist du sauer auf mich? Nein, mein Sohn. Ich hätte es besser wissen müssen. Vielleicht ist der Trick einfach schlecht. Es war mein Fehler, Dad. Es tut mir leid. Schon okay. Was machen wir jetzt ohne Karte und ohne Esel? Naja, wir werden irgendwo eine neue Karte auftreiben müssen. Und wir müssen Rainbow finden und sie zurückholen. Neue Karte, Esel finden. Verstanden. Mach dir keine Sorgen, Dad. Ich kümmere mich darum. Bist du dir sicher, Junge? Warum sollte ich nicht? Na ja, Tristan, manchmal bist du ein klein wenig tollpatschig. Ich weiß. Aber vertrau mir einfach, Dad. Ich bin sicher, dass mir was einfällt. Bitte. Na gut. Aber komm zu mir, wenn du Hilfe brauchst, ja? Werde ich. Das heißt, er bleibt jetzt einfach hier faul stehen, ja? Mit anderen wandern. Die schönsten Wanderrouten durch Frandleton County. Ich frage mich, ob sie unsere alte Karte ersetzen könnte. Aber sie ist hinter einer dicken Glasscheibe. Ah, ja, wäre ja auch so einfach. Liebe Besucher, Sie bewundern derzeit das Cliff, benannt nach dem berühmten Hexenjäger-General Matthew Cliff, der an diesem Ort sogenannte Hexenproben durchführte. Die angeblichen Hexen wurden vom Cliff gestoßen. Wenn sie gen Himmel schwebten, anstatt in den Abgrund zu stürzen, so war ihre Schuld bewiesen. Jeden zweiten Donnerstag veranstaltet die historische Gesellschaft von Frandleton eine Nachstellung dieser Ereignisse. Bringen Sie Ihre Schwiegermütter mit. Der war gut.
Ich wollte eigentlich sagen, das ist ja wieder eine von diesen geilen Proben aus dem Mittelalter, ne? Ich meine, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie das war, aber ich meine, es war damals so, dass sie gesagt haben, mit der Wasserprobe, wenn die unter Wasser atmen konnten, war das ein Beweis dafür, dass das Hexen waren. Wenn sie aber gestorben sind, dann ist ihre Unschuld, also weil sie nicht atmen konnten, dann ist ihre Unschuld bewiesen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt richtig war mit der Wasserprobe. Vielleicht weiß das doch irgendjemand da draußen. Ich habe vor etlichen Jahren mal ein Referat dafür für die Schule gehalten. Und da habe ich mir auch diese alten Foltermethoden aus dem Mittelalter rausgesucht. Und ja, das hat mich da jetzt gerade dran erinnert. Wenn sie davon schweben, dann ist die Schuld bewiesen. Ja, dann sind sie aber auch frei. Dann ist es egal, ob sie Hexen sind oder nicht. Da sind Schrauben dran. Wir haben nur eine Geldbörse. Hey, das klingt, als wäre da Geld drin. Nein, war nur ein Knopf aus Metall. Na, genauso wie bei mir. Schade, schade. haben wir denn irgendwas, wo wir vielleicht was herkriegen? Wir haben erstmal Beeren. Grau und weiße. Okay. Nimm mal einfach mal alles mit, was wir kriegen. Ist ja ein Point and Click. So, Kutsche. Das ist so peinlich. Warum kann Dad keine normale Midlife-Crisis haben? Wie jeder andere auch. Man stelle sich vor, damit vor der Schule abgesetzt zu werden. Naja, das ist vielleicht nicht so toll. Das ist so peinlich. Warum kann Dad keine normale Midlife... Ich habe diese Poster überall aufgehängt. Aber das hat rein gar nichts gebracht. Niemand scheint Prim gesehen zu haben, seit sie verschwunden ist. Tja. Da bist du, altes Mädchen. Und mit welchen Bergen können wir dich anlocken? Oder kommst du auch so aus dem Busch raus? Komm, Eselchen, Eselchen. Nichts. Ich muss einen anderen Weg finden, sie rauszulocken. Knopf. Hellgraue, dunkelgraue. Oh Gott. Graue, das waren die letzten, ne? Ja. Braves Mädchen. Sie wirkt auf jeden Fall hungrig. Was mache ich falsch? Die Reihenfolge wahrscheinlich, ne? Okay, pass auf, dann schreibe ich mir das mal eben auf. Also grau sind die ersten. Grau? Oder hat das was mit dem Hut zu tun, ja? Ziemlich interessante Kopfbedeckung für einen Esel. Dann probieren wir die weiße mal als nächstes. Weiß, dunkelgrau, und wo bin ich denn jetzt? Moment, weiß, dunkelgrau, schwarz, und was ist das? Hellgrau? Ja, hellgrau ist ja das Einzige, was wir noch nicht hatten, ne? Grins. Rainbow, mein Liebling, sie ist zurück. Mein Sohn, du hast es geschafft. Jetzt brauchen wir nur noch eine Karte. Ja, wenn ich Werkzeug hätte, würde ich diese Karte auch besorgen können. Mit dem Knopf, ja, oder vielleicht auch mit dem Knopf, ich weiß es nicht. Sie bewegt sich nicht. Diese Schraube scheint festgerostet zu sein. Gerostet ist immer schlecht. Okay, was haben wir hier noch? Abgrund. Können wir uns schon mal runterstürzen? Lumpen, Moment. Dann haben wir verschiedene Plakate. Oh, Moment. Spuckepfütze. Ja, ich wollte gerade sagen, ich brauche doch irgendetwas, was flüssig ist. Ich weiß nicht so ganz, warum ich das getan habe. Na, ich schon. Nicht, Junge.
Besonders, weil hier überall Pfützen mit klarem, sauberem Regenwasser sind. Ja, die habe ich gesehen, aber die konnte ich nicht benutzen. Ich habe diese Poster überall auf... Ja, okay. Sagt er überall das Gleiche. Ich dachte, vielleicht sagt er mal was Unterschiedliches. Schraube. So. Dank des Sabbers müsste das Aufschrauben jetzt wesentlich leichter von der Hand gehen. Also ich möchte nur mal erwähnen, dass das rein praktisch gesehen, also realistisch gesehen, nicht klappen wird. Jetzt hat es geklappt. Okay, die Frage ist jetzt, ist das andere auch verrostet? Wahrscheinlich, ne? So klappt's. Oh, nee. Das perfekte Verbrechen. Oh. Ich habe eine neue Karte. Bestens, mein Junge. Du bist ein fähiger, junger Mann. Ich sollte dir mehr zutrauen. Verzeih mir. Schon okay, Dad. Werd nicht gleich emotional. Emotional? Ich? Niemals. Und, Dad? Ja, Tristan? Danke, dass du das hier mit mir machst. Die ganze Suche nach Prim, die Fahrt von einem Ort zum anderen. Das ist doch selbstverständlich. Es bedeutet dir die Welt, also helfe ich dir. Denn du bedeutest mir die Welt. Nun gut, es scheint, als stünden die Variablen für uns nun günstig. Bereit, weiterzuziehen, Tristan? Bin ich. Nur noch einen Moment, bitte. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Prim, wo auch immer du bist, wir werden dich finden. Aber wir brauchen deine Hilfe, wenn du uns nur ein Zeichen geben könntest. Und ich bin wieder da. Ich hätte ja nie gedacht, dass ich mal froh sein würde, unsere langweilige, normale Luft zu atmen. Okay, jetzt muss ich Tristan finden. Dann werden wir zwei uns gemeinsam verstecken, sodass ich nie wieder an diesen anderen Ort zurück muss. Versprechen hin oder her. Tristan! Was zum... Wer bist du? Erkennst du mich nicht? Ich bin's, Prim. Aber du siehst nicht aus wie sie... Was? Ach ja, lange Geschichte. Komm nicht näher! Sohn, was passiert hier? Okay, ich kann was machen. Ich schätze mal, ich muss aber nur mit denen reden, oder? Ich sagte, komm nicht näher. Aber Tristan, ich bin es wirklich. Hab ich jetzt schon Halluzination? Oh mein Gott, werde ich verrückt. Der weiß aber schon, dass er gleich den Abgrund hinabstürzt, oder? Bleib, wo du bist! Tristan, Vorsicht! Hinter dir! Der Abgrund! Nimm meine Hand! Komm schon, Tristan! Lass nicht los! Ich hab dich. Immer. Du bist es wirklich. Das versuche ich dir ja schon die ganze Zeit zu sagen. Prim, du bist wieder da. Als sie sich umarmten, vergaßen die beiden Freunde die Welt um sich herum. Das Einzige, das zählte, war, sie waren wieder beieinander. Sie waren zu Hause. Im Prinzip könnte unsere Geschichte an dieser Stelle zu Ende sein. Leider war das nicht diese Art von Geschichte. Was ist los? Etwas passiert mit mir. Prim! Tristan? Oh. Nein. Nein. Das kann doch nicht wahr sein. Bist du... der Tod? Was? Nein, ich hab nicht... Ich wollte nur... Du hast ihn umgebracht. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Warte! Ich kann das erklären! Ah!
wirklich auf die Minute Aschenputtel. Was ist los? Ich wollte das nicht. Ich habe ihn nur berührt. Nur berührt. Beruhig dich, Liebes. Sag mir, was passiert ist. Tristan, ich habe ihn gefunden. Aber er wäre abgestürzt. Ich wollte ihn retten. Also gab ich ihm meine Hand und... Ich glaube, meine Berührung hat ihn... getötet. Oh, Prim. Nein, ich will dir nicht auch noch wehtun. Ich bin mir sicher, das wirst du nicht. Was auch immer es ist, es wirkt bestimmt nur bei Sterblichen. Was ist mit mir passiert? Ich und mein löchriges Hirn. Ich hätte so etwas vorhersehen müssen. Als du hierher kamst, muss diese Kraft in dir erwacht sein. Sicher hast du sie von deinem Vater geerbt. Also bin ich ein Monster. Oh, mein Schatz. Ich darf Tristan nicht auch noch verlieren. Bitte wein doch nicht. Es ist nicht deine Schuld. Und ich bin mir sicher, mit etwas Übung wirst du deine Kräfte kontrollieren lernen. Aber was nützt mir das? Er ist tot! Und Thanatos wird mich umbringen. Ich denke, er wird uns beide bestrafen. Warte. Warte mal einen Moment. Was ist, wenn wir deinen Freund noch retten können? Wovon redest du da? Theoretisch ist es möglich. Ich habe davon gelesen. Und ausnahmsweise erinnere ich mich ganz genau. Es nennt sich die Orpheus-Methode. Aber wir müssen uns beeilen. Die Seele deines Freundes ist noch nicht vollends mit dem Reich der Toten verbunden. Doch bald wird eine Rückkehr zu den Lebenden unmöglich sein. Zur Anwendung der Orpheus-Methode braucht man drei Dinge. Erstens musst du Tristans Seele finden. Bestimmt konnte er den Fährmann unten am Fluss nicht bezahlen. Also treibt seine Seele sicher im Styx umher. Geh zum Hafen und bitte den Fährmann, dich auf den Fluss mitzunehmen. Zweitens brauchen wir Tristans Lebensfaden. Lebensfaden? Ja, jedes Lebewesen hat einen. Du findest sie bei den drei Mäuren. Sie sind die Göttinnen des Schicksals und sind dafür verantwortlich, die Fäden zu spinnen, zu messen und durchzuschneiden. Aber wie erkenne ich Tristans Lebensfaden unter so vielen anderen? Nun, er wird gerissen sein, nicht zerschnitten. Sein Tod war ungeplant und nicht natürlich. Also gehe ich davon aus, dass er anders aussieht als die anderen. Und was ist die dritte Sache? Als drittes brauchen wir etwas von jenem Wesen, das das Geheimnis der Wiedergeburt kennt. Du meinst ein Phönix. Ganz genau. Du musst eine seiner Federn besorgen. Der Phönix lebt im verbotenen Wald. Hier, nimm diese Karte. Danke, aber was werden wir dem alten Mann sagen? Oh, wir werden ihm gar nichts sagen. Glaub mir, Thanatos ist besessen von seiner Aufgabe, die Balance zwischen Leben und Tod aufrechtzuerhalten. Er würde alles tun, um uns aufzuhalten. Kein Wort zu deinem Vater, verstanden? In Ordnung. Es ist wahrscheinlich am besten, wenn du ihm sagst, du wärst nun doch bereit, hier zu bleiben, um das Reich der Toten richtig kennenzulernen. Oder noch besser, lass ihn im Glauben, es wäre seine Idee gewesen. Da kann er nicht widerstehen. Er wird dich nur zu gerne ins Totenreich hinausschicken, um es zu erkunden. So kannst du ganz in Ruhe alles suchen, was wir brauchen. Und ich bleibe hier bei ihm und sorge dafür, dass er abgelenkt ist. Es gibt da nur noch ein Problem. Noch eins? Ja. Wir werden mein Labor benötigen, um die Orpheus-Methode durchzuführen. Es befindet sich in einem Zimmer, das ich in der Taverne der Schicksalsgöttinnen gemietet habe. Und? Ich habe vielleicht ein oder zwei oder 12 Mal vergessen, meine Miete zu bezahlen. Oh. Ja, und jetzt darf ich nicht mehr in mein eigenes Labor rein. Die Mäuren haben meinen Schlüssel. Meinst du, du könntest mir auch dabei helfen? Mir den Schlüssel wiederbringen? Keine Sorge, mir fällt schon was ein. Danke, Prim. Okay, nochmal zum Mitschreiben. Ich muss den Schlüssel zu deinem Labor besorgen. Dann brauche ich Tristans Seele, seinen Lebensfaden und eine Phönixfeder, sodass wir dieses Orpheus-Ding durchziehen können. Genau. Halte durch, Tristan. Ich werde dich retten. Ein Nachmittagsschlummer? Höchst ungewöhnlich. Meine Pflicht. Die Seelen. Was wenn... Keine Sorge. Ich habe nach dem Rechten gesehen, während du geschlafen hast. Du wirst alt, großer Bruder. Ich werde nicht alt. Das Konzept der Zeit ist für den Tod nicht von Be... Keres, du hast sie aus ihrem Zimmer gelassen. So ist es. Thanatos, es ist Prims Geburtstag. Schon vergessen? Und ich bin mir sicher, sie würde ihren Ehrentag gerne in Freiheit verbringen, anstatt wie ein Titan eingesperrt zu sein. Sie hat es nicht anders gewollt.
Ich habe versucht, einen Schritt auf sie zuzugehen, aber sie... Sie ist 16. Es ist quasi ihr Job, die Erwartungen ihres Vaters zu enttäuschen. Erinnere dich an deinen Platz, Schwester. Du überschreitest hier deine Kompetenzen. Oh, das würde ich nie wagen. Ich will nur helfen. Denk daran, ich war auch mal eine Teenager-Tochter. Und du weißt doch noch, wie Vater war, oder? Von mir aus. Du bist frei, Kind. Zumindest für den Moment. Und? Und, es tut mir leid. Ich hätte dich nicht einsperren dürfen an deinem Geburtstag. Und auch an keinem anderen Tag. Moment, was ist das da in deinem Schädel, Kind? Oh, das ist mein Geburtstagsgeschenk für sie. Recht possierlich, findest du nicht? Ich finde nicht das. Prim, willst du deinem Vater nicht erzählen, was du mir neulich gesagt hast? Dass ich lieber... mit Schulkantinenessen zwangsernährt werden würde, statt bei dir zu leben. Genau. Den Kratzen von Fingernägeln. Oh, eine dreistündige Vorlesung über Fussel besuchen. Ja, nehmen wir mal das Kratzen von Fingernägeln. Ich finde das immer noch am schlimmsten. Schatz, erinner dich. Du hast mir erzählt, du wolltest mehr über das Reich der Toten erfahren, aber du wüsstest nicht wie. Ist das wahr? Ich denke ja. Zum Beispiel... Warum sind da Knochen auf deine Robe aufgedruckt? Okay. Wie kannst du alle Menschen abholen, die sterben? Das klingt doch völlig unschaffbar. Ich komme nicht zu allen von ihnen. Die meisten finden den Weg allein. Nur ein kleiner Prozentsatz erfordert individuelle Betreuung. Warum sind da Knochen auf deiner Robe aufgedruckt? Sieht das nicht aus, als wärst du... Naja, du weißt schon. Nackt? Ich bin ein nahezu allwissendes, allmächtiges Wesen. Bist du dir sicher, dass das die Art von Fragen ist, die du mir stellen willst? Nein, natürlich nicht. Ich meinte selbstverständlich... Habt ihr hier unten jemals Spaß? Was für eine seltsame Frage. Wir Unterwäldler haben Freude an den verschiedensten Aktivitäten. Einer unserer absoluten Favoriten ist eine gute, altmodische Partie Karten. Ein Kartenspiel? Wirklich? Oh, das sind nicht irgendwelche Karten. Hier im Reich der Toten spielen wir mit Sargwal Sammelkarten. Halte nur die Augen offen. Aufgrund eines Hanges zur Schlappigkeit seitens meiner Untertanen liegen sie überall im Reich herum. Sobald du 8 von ihnen hast, kannst du andere Spieler herausfordern. Okay, das war ehrlich gesagt viel mehr, als ich wissen wollte. Hier, nimm diese Kartenbox und deine erste Karte. Alice, okay. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Achso, da oben. Was möchtest du noch wissen? Ach, Bruder Herz, wenn es einen gibt, der weiß, dass man manche Dinge nicht lernen kann, sondern erfahren muss, dann bist du es doch. Ich habe eine Idee, Tochter. Ich werde dir unter strikten Auflagen erlauben, das Totenreich zu durchwandeln und zu erkunden. Lerne unsere Bräuche kennen und füge dich in dein neues Zuhause ein. Und denk nicht einmal daran zu fliehen. Ich werde dich im Auge behalten, junge Dame. Von wegen, junge Dame, ich... Gut, gut, dann nichts wie raus mit dir, Mädchen, bevor er seine Meinung wieder ändert. Nein. Du wolltest die Karte holen. Hast dir also ein Haustier gekauft? Eine Tragödie folgt der nächsten. So viel Tod. Ich dachte, das hier sei eine Geschichte über Hoffnung. Es gab immer Hoffnung. Hoffnung war der Kern eines jeden Lebens. Erspar mir deine pseudophilosophischen Erklärungsversuche, Schwester. Können wir jetzt gehen? Wir haben Wichtigeres zu tun. Ja. Die Tochter des Todes würde ohnehin bald unseren Weg kreuzen. Bis dahin, viel Erfolg, kleine Blume. Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu.
Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!